Everybody wants clout, but no one wants to work for it. Telling me to give it a rest like a search warrant. You won't see me stop. Moin Leute, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute geht es um die Laufwege hier als Sniper auf USS Texas heute mal. Ich werde mal in so einer Reihe starten, wo ich wirklich jede Map erkläre und wirklich jede Map die ganzen Laufwege zeigt, wo man als Sniper langläuft und wo die Spawns sind, wo man gut spawntrappen kann und wo gute Plätze sind, wo man sich hinstellen kann und dann von wo aus man die hier Gegner holen kann. Also wenn man jetzt, wir gehen erstmal davon aus, dass wir Herrschaft spielen, das heißt, da hinten ist die C-Flagge, glaube ich, mitten da hinten irgendwo die B-Flagge und hier die C-Flagge. Und wenn man jetzt die A-Flagge und die B-Flagge hat, wir gehen mal davon aus, dass man entweder die A- oder B-Flagge hat oder die C- oder B-Flagge hat. Ne? Also wir haben jetzt die A- und B-Flagge und wir trappen jetzt die Leute auf C, dann laufe ich meistens hier oben lang. Also ich laufe hier lang und gucke hier direkt, ob da entweder einer ist oder da. Und vorher natürlich hier. Also wenn man jetzt hier hinten, bin ich ja die Treppe hochgekommen. Das kann ich als erstes zeigen. Dann immer hier hinter verstecken. Da hinten kann einmal einer sein, dann den da wegholen. Dann läuft man weiter und dann laufe ich hier direkt hier lang. Und von hier aus kannst du die direkt dann holen. Du brauchst also nicht bis hier vorne hin gehen, weil die Leute von da hinten, das sind meistens auch dann Sniper und die werden dich sowieso, die werden hier schon pre-scopen. Deswegen aber hier hinten, damit rechnen die eher weniger, wenn du dich hier hinten hinstellst, die dann von hier hinten wegholt. Das ist auch einfacher, damit rechnen die nicht so unbedingt. Dann laufe ich meistens hier so weiter und gucke von hier aus direkt dahin, weil da verstecken sich auch meistens Gegner. Oder hier halt, ne? Und dann, wenn ich die dann geholt habe, wenn alles frei ist, laufe ich hier nochmal lang, gucke hier. Dürfte dann keiner mehr sein, weil ich die beide geholt habe. Dann auf jeden Fall, wenn man hier dann ab diesem Punkt, Zeitpunkt, kannst du hier reinscopen. Da hinten, genau da, wo ich gerade reinscope, hinschieße, da werden die Gegner dann auch gespawnt. Wenn die auf der C-Flagge spawnen, dann laufe ich meistens so hier lang weiter, also hinter diesem Ding hier. Dann laufe ich hier so links daneben und dann gucke ich von hier auch, ob die von der anderen Seite kommen. Also entweder können die von hier, also diese Seite kommen, wenn die C-Flagge haben, oder halt da hinten um diese Kanone hier drumrum, also auf der anderen Seite da hinten. Dann laufe ich meistens hier lang, gucke hier noch, ob der Gegner sind, bam, bam, hole ich die alle so weg. Dann hier ist noch ein guter Headlitch, hier kann man sich auch gut verstecken und dann von hier aus die Gegner kommen. Aber man muss immer aufpassen, die können natürlich auch immer wieder von hier kommen. Ne? Also von beiden Seiten können die kommen und die können natürlich auch oben hier drauf gehen. Deswegen, wenn ich den hier weggeholt habe und hier keiner mehr ist, beziehungsweise ich die hier dann auch weggeholt habe, dann gehe ich meistens hier runter, gucke nochmal ganz kurz da lang, wenn da keiner ist, dann laufe ich weiter und hier ist der perfekte Headlitch. Hier kann man richtig gut die Gegner die ganze Zeit wegholen, bam, 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 hier kannst du richtig gut spawn-trappen. Und dann, wenn du hier fertig bist, dann läufst du dann wieder auf die andere Seite, guckst hier, bam, bam, holst die Gegner weg und läufst wieder auf die andere Seite immer hin und her. So. Also wenn ihr die A-Flagge und die B-Flagge habt, dann habt ihr natürlich zwei Optionen erstmal. Ihr könnt entweder links lang gehen oder rechts lang gehen. Und links habe ich ja eben gerade erklärt und rechts werde ich jetzt erklären. Also wenn ihr rechts lang geht, dann meistens springe ich hier hoch. Ich springe aber nicht hier hoch, weil hier können die Gegner nicht direkt holen. Ich springe erstmal hier hoch. Scope rein und danach gehe ich nach rechts und dann kann ich hier einen wegholen und entweder da im Headglitch steht auch noch einer. Dann laufe ich weiter, gehe hier in Headglitch und gucke, ob hier bei B irgendwelche Leute sind. Bam, bam. Dann laufe ich hier so weiter. Meistens, also immer hinter Gegenständen verstecken. Hier nochmal kurz gucken. Dann hier auf jeden Fall nochmal reingucken, ob hier keiner ist. Ne? Dann kannst du hier in Headglitch stellen und da eventuell noch Leute wegholen, da hinten noch Leute wegholen. Dann gehe ich hier hinter diesen zwei Booten entlang und gucke, ob da irgendwo jemand ist und so weiter, hier hinter dem Headglitch schon mal. Dann gehe ich hinter dieses Objekt hier und gucke, ob da oder da jemand ist. Und wenn da keiner ist, dann gehe ich hier hoch und gucke nochmal links und dann renne ich meistens hier direkt geradeaus und dann hast du hier den Spawn. Da hinten spawnen die. Dann kannst du die hier ganz entdecken und bam, bam. Dann laufe ich meistens noch hier rum und hole die da oder da, weil die können natürlich auf der anderen Seite, wie eben auch gerade auch schon erklärt, da langlaufen. Ja, so, das war's, wenn die A und B haben. In der Mitte gehe ich niemals lang. Also in der Mitte empfehle ich es keinem lang gehen mit der Sniper, weil da hast du einfach keine Chance auf Close Range. Da kommt ein Shotgun-Typ, der schießt dich tot und du hast gar keine Chance. Kannst nicht mehr reinskoppen, du bist schon tot. Vor allem mit Feuermunition, dann hast du gar keine Chance. Und ja, entweder links oder rechts gehen, wie gesagt. Und wenn wir jetzt kommen wir zur C- und B-Flagge, also wenn man die C- und B-Flagge hat. Jetzt hier ist die C-Flagge. Da ist die B-Flagge, du hast natürlich wieder zwei Optionen, rechts oder links. Ich erkläre jetzt erstmal links. Also links läufst du, wie gesagt, nicht hier direkt hoch,
sondern gehst erstmal hier hoch und dann scopest du rein und danach guckst, ob da, da jemand ist. Meistens kommen die, meistens sind die halt da hinten, klettern direkt da hoch und dann kannst du die direkt holen. Die machen meistens den Fehler, die Leute, dass sie hier direkt hochklettern, dann kannst du sie halt direkt holen, ne? Und wenn du dann hier hinter diesem Objekt dann langkommst und dann hier lang scopest, dann kannst du die dann dort im Headglitch holen. So, dann laufe ich meistens hier lang weiter. Ich gucke dann manchmal, ob da irgendwo jemand ist, ob da jemand gerade langkommt und da im Headglitch kommt oder so weiter. Hier oben vielleicht auch noch, muss man auch aufpassen. Dann laufe ich meistens hier runter, gucke ich nochmal auf jeden Fall rechts nochmal ganz kurz. Dann laufe ich hier weiter, gucke, ob da jemand im Headglitch steht. Und dann hier auf jeden Fall wieder reingucken. Hier ist die B-Flagge, hier kann man die einnehmen, hier hinter diesem Ding. Kannst die B-Flagge einnehmen, kannst du hier in Headglitch stehen und dann hier da die Leute wegholen. Meistens stehen die aber auch sehr oft da hier, wenn die zu B kommen oder kommen hier schon angelaufen und so. Du musst aufpassen, eventuell die Zweitwaffe zücken. So, dann kannst du natürlich auch noch hier verstecken, wenn du hier jetzt ziemlich unsicher bist, eine Granate ist oder so, schnell hier hinter. Dann kannst du hier die wegholen, da oben Headglitch auch noch. Hier auch noch auf jeden Fall reinkommen, wie gesagt. Und dann hast du die B-Flagge und läufst hier weiter. Und wenn du hier hinter dem Boot, also wenn da natürlich keiner ist, hier hinter dem Boot gerade rumkommst, dann direkt hier hinscopen. Hier können immer Leute sein. Hier sind so oft Leute, hier im Headglitch, ne? Also auf jeden Fall hier reinscopen, dann hier wieder hinter dieses Ding gehen, hier eventuell welche wegholen. Da oben im Headglitch, da laufen die voll oft lang. Da oben laufen die voll oft lang. Dann hast du die hier weggeholt, dann läufst du hier nach oben, guckst du ganz kurz, ob hier jemand ist, aber eigentlich dürfte hier keiner sein, weil du vorher schon gesehen hast, dass keiner ist. Dann läufst du hier lang und scopest direkt hier hin. Hier ist der Spawn, die laufen meistens, also der Spawn ist hinter diesem Ding hier. Meistens dann laufen die hier so rein oder halt hinter diesem Ding, diesem großen Ding, dann laufen die hier so lang, sind voll auf da im Headglitch auch. Und ja, dann läufst du hier weiter und scope, wenn du die hier geholt hast, dann läufst du hier rum und scopest da hin. Weil die können natürlich, also entweder können die wieder links lang kommen, rechts lang kommen oder wie auf der anderen Seite hier auch auf dieses Teil hier gehen. Da muss auch noch aufpassen, dass sie hier oben im Headglitch stehen, die auch sehr oft, da muss man auch aufpassen, auf jeden Fall auch hinscopen. Also da, da und da. So, natürlich kann man aber dann auch noch hier rechts langlaufen, dann hat man hier direkt, ist man hier direkt im Headglitch, aber man ist hier komplett frei. Also das ist halt das Problem. Als erstes würde ich am besten diese Leute holen, bam, 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 bam. Hier ist man natürlich auch wieder komplett frei. Wenn du die Leute hier geholt hast, würde ich sagen, gehst du hier hin, guckst hier oben lang und guckst da lang. Und da können natürlich auch durchkommen durch diesen Weg. So, ihr habt die C-Flagge und die B-Flagge, dann könnt ihr... Also hier oben empfehle ich auch keinem irgendwie lang zu gehen. Hier oben kann man eigentlich nur campen und da läuft man ja nicht großartig lang. Hier sieht man ja, wo man lang scopen kann. Also da ein Headglitch rein, hier oben und da hinten und da oben auch noch. Da ein Headglitch stehen auch voll viele und da im Headglitch stehen viele. Und hier unten kannst du natürlich auch hinkommen. Du hast hier viele Möglichkeiten. Wenn du eingeengt wirst, kannst du eingeengt wirst, dann kannst du ruhig hier hochgehen und dann die Leute da wegscopen. Dann kannst du hier natürlich raufspringen, ne? Und dann hier. Also das Erste, was du machst, wenn du hier rechts lang gehst, natürlich nicht durch die Mitte gehen, wie gesagt, als Sniper Leiter hoch, scopen und dann nach rechts gehen, dann hier die Leute wegholen, hier Leute wegholen, dann gehst du ein Stück weiter nach rechts und kannst hier oben noch die Leute wegholen, falls die da im Headglitch stehen und dann lädst du nach und dann kannst du entweder hier unten lang gehen, ich gehe jetzt mal hier lang, dann bist du hier im Headglitch und dann stehen voll oft hier oben da welche Leute im Headglitch oder kommen da gerade hoch, weil da gibt es glaube ich eine Leiter, da kann man gleich... Hier gibt es eine Treppe, da kannst du hochgehen. Genau da. Und ja, dann kannst du natürlich auch hier oben lang gehen. Und zwar gehst du hier lang, gehst hier in Headglitch, guckst, ne, okay, hier nicht unbedingt, gehst hier in Headglitch und guckst. Und voll oft kommen ja aber hier Leute, die hier die Treppe hier hoch. Ja, genau, ist eine Treppe. Hier kommen die Treppe hoch und musst halt aufpassen, eventuell die Zweitwaffe zücken und die dann wegholen. Da oben, du kannst natürlich hier auch noch lang schießen. Dann gehe ich meistens, wenn ich hier oben lang gehe, gehe ich meistens auch hier lang. Und dann kann ich von hier dort aus die Gegner killen. Da die Gegner killen im Headglitch. Und wenn ich weiter rechts gehe, hier oben auch. Und wenn ich weiter nach links gehe, nach rechts, ich habe links und rechts gerade vertauscht, nach rechts hier gehen, hier die Gegner und hier natürlich links. Und natürlich hier unten auch alles, du siehst, hast eigentlich fast alles im Blick. Ich meine, das muss ich jetzt nicht großartig sagen, wo man hier die Leute wegholen kann. Natürlich kann man von der anderen Seite auch hier oben lang gehen. Ich gehe meistens unten lang, aber hier oben lang gehen, das ist natürlich ein bisschen freier. Du kannst hier die Gegner killen, hier die Gegner killen und hier kannst du halt gucken, wo die Gegner kommen. Dann kannst du natürlich auch hier reingehen, so ist es nicht. Dann kannst du da die Gegner killen, da kommen die Gegner meistens alle lang, sind da im Headglitch oder kommen hier dann hoch. Hier ist halt ein bisschen gefährlich, ne? Hier sieht man die Gegner halt nicht. Ne?
Oder halt da, da und hier unten überall. So, das war jetzt, wenn man jetzt den A und B Spawn hat, jetzt C und B. Ist ein bisschen chaotisch hier gerade. Aber auf jeden Fall, wie gesagt, kann man hier lang gehen. Wenn man unten lang geht, ist die sicherere Variante. Hier gehe ich meistens lang. Dann guckst du hier lang. Guckst du halt, wie gesagt, da hast du ja vorhin schon geguckt. Dann kannst du, wenn hier keiner kommt, kannst du hier stehen und die Leute hier dann wegholen, hier im Mad Glitch. Und dann bist du fertig. Dann gehst du weiter. Dann gehst du hier rechts lang, kannst du hier die ganzen Gegner holen. Kannst du hier auch teilweise im Mad Glitch stehen und kannst die Gegner hier holen, die hier spawnen. Dann laufe ich meistens auch noch hier lang und dann hole ich die Gegner hier, da, da und kannst du ein bisschen weiterlaufen, kannst du da wiederholen, aber auf jeden Fall nicht runterlaufen, Leute, nicht runterlaufen, immer hier oben bleiben und dann kannst du die Leute da holen, dann chillst du hier vielleicht ein bisschen und wenn man hier so eine Zeit lang gechillt hat, dann muss man natürlich immer wieder die Position wechseln. Ja, das war's dann mit dem Video, ich hoffe, es ist nicht allzu lang geworden und die Tipps haben euch geholfen, Leute. Falls die Tipps euch geholfen haben, dann lasst doch bitte einen Daumen nach oben da. Schreibt mir in die Kommentare rein, ob ihr mehr von solchen Laufwege-Tutorials sehen wollt für Sniper. Ja, Leute, dann sehen wir uns beim nächsten Video. Haut rein und ciao!